Leute, alles klar, willkommen zu der ersten richtigen Ausgabe von Fingerpedia. Ich bin Arthur und heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Fingerboard-Tape. Ja, Fingerboard-Tape ist auf jedem Fingerboard drauf. Es gibt Grip-Tape und Smooth-Tape. Smooth-Tape ist, also, ja, erstmal zum Grip-Tape. Grip-Tape ist das hier. Das ist einfach normales Schleif, also eigentlich statt traditionelles Grip-Tape ist ein normales Schleifpapier, was auf Tech-Tags oder halt auf echten Fingerboards drauf ist. Ja, dann gibt es noch Smooth-Tape. Und das ist, das gibt es auch für echte Skateboards, aber meistens auch auf, also meistens auch für Fingerboards. Oder mit Fingerboards. Oder auf Fingerboards. Ja, es gibt es auch für Skateboards, habe ich ja eben schon gesagt. Zum Beispiel die Firma Sys Grip, also Sys, Sys. Save your shoes, Sys Grip. Macht auch ganz cooles Skateboard-Tape. Und das ist halt genau oder fast so aus dem gleichen Material wie das. Und das ist wirklich, also es ist schonender für die Finger als das, weil nach einer Zeit wird das schon ganz schön rau, also die Finger tun einem weh, weil das halt die Haut strapaziert und die Haut, also die Hornhaut so ein bisschen abschleift und das ist halt nicht so schön. Deswegen hat man das Smooth Tape erfunden. Das ist außerdem FBS Tape, Super Extra Smooth. Wirklich sehr gut. Das ist Rip Tape. Also Rip Tape ist mein Favorit immer noch, weil ich einfach geil finde. Ja, ist aber eigentlich fast genau das gleiche wie FBS Tape. Plus, naja, FBS Tape ist noch ein bisschen weicher, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja, was, also wenn ihr jetzt drauf steht, so ganz traditionell zu fahren, Fingerboard oder auch Skateboard, könnt ihr das Grip Tape benutzen. Aber für mich und für die meisten auch, also es muss wie gesagt jeder für sich selber entscheiden, sollte man, das ist, weil das auch schon das für die Finger ist, Grip Tape nehmen und weil das auch, also ich finde auch besseren Grip hat. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt nur ein kleines Video. Ich werde noch weitere Fingerpedia-Ausgaben machen, ist klar. Sagt mir bitte Ideen, egal ob Tutorials, Reviews, was ich reviewen soll nochmal für Fingerpedia. Postet das in die Kommentare unten. Ja, dass ich dann ein bisschen Material habe, also dass ich nicht einfach irgendwelche Videos mache, sondern auch Videos mache, also Themen, die auch euch interessieren. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ihr könnt ja gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich darüber freuen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.